schön. Oh, wie ist das schön. Jetzt stehst du hier, alle sind da. Ist das dein WM-Moment? Ja, auf jeden Fall. Was will man mehr? Es ist fantastisch. Tolle Stimmung hier, wirklich unglaublich. Unser Weltmeister ist hier. Was will man mehr? Es ist wunderbar. Und guckt euch die Leute an hier. Berlin, ja. Unglaublich. Wie waren deine letzten Wochen hier? Du bist viel in Berlin unterwegs gewesen. Unglaubliche Emotionen. Hättest du je damit gerechnet, dass das Ding so durchstartet? Ihr Lied drauf und runter überall. Also damit rechnet man nicht, ich habe damit auch nicht gerechnet und es war ein toller Sommer, eine wunderbare WM, wirklich mit Höhen und Tiefen und allem drum und dran. Ja, mehr kann ich nicht sagen, es ist überwältigend. Ich weiß nicht, ob Sie es so mitbekommen haben, wie Andreas Burani selbst und seine Band vor allem das Lied auf uns lief, so kurz nach Mitternacht, Sonntag auf Montag im Maracanã-Stadion, nach dem WM-Titel der deutschen Mannschaft. Da seid ihr schon ein bisschen mehr ausgerastet als sonst, oder? Ja, tatsächlich, es war unglaublich, ich konnte es erst gar nicht glauben, aber es lief tatsächlich dann im Stadion. Tolle Sache, auf jeden Fall. Ja, jetzt, es ist unglaublich. Da stehen Sie, wir wollen Sie auch gleich sehen. Dreh die nochmal auf, winken nochmal, Andreas Burani. Dankeschön für diesen Song. Und wir verlieren weiter keine Zeit, Alex. Jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben, auf den wir 24 Jahre warten mussten. Die mit dem vierten Stern kommen, meine Freunde. Und wir fangen an mit der sportlichen Leitung. Wir freuen uns auf das Trainerteam. Bitte mit einem bescheidenen Applaus. Für die Väter des Erfolges standen schon mal auf der Bühne, aber noch nie als Weltmeister. Jetzt ist es soweit. Oh. Herzlich willkommen, Hansi Flick, Andi Köpke, Oliver Bierhoff und der Bundestrainer Joachim Löw. Also nicht jetzt und schon gar nicht sonst auch. Bitte. Die Mannschaft kommt früh genug. Die kommt. Die Minute hat sie auch noch. Habe ich da so einen Sprechchor gehört? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich schon. 400.000 Menschen hier auf der größten Fanmeile Deutschlands. Millionen vor den Fernsehschirmen. Ist das jetzt der Moment, wo Sie kapieren, was Sie alles geleistet haben mit Ihrer Mannschaft? Ja, war natürlich ein langer Weg zum Titel. Und am Ende auch ein wahnsinnig schwerer, aber natürlich sind wir jetzt alle überglücklich, hier zu sein bei den Fans. Gibt es irgendwas, was Sie in der ganzen Zeit, womit Sie Ihre Mannschaft überrascht hat? Die Mannschaft hat mich jetzt nicht überrascht, aber die Mannschaft hat einen unheimlich guten Teamgeist und viel Ehrgeiz. Und man hatte immer das Gefühl, die wollten dieses Ding unbedingt gewinnen. Vertrag bis 2016. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie irgendwie aufhören wollen. Gibt es irgendwas, was Sie den Menschen hier in Berlin und in Deutschland sagen wollen? Ich muss natürlich auch mich bedanken im Namen von uns allen, weil wir haben immer diese Bilder aus Deutschland gesehen. Die Fans haben mitgefiebert, mitgezittert, am Ende mitgejubelt. Und ja, ohne euch wären wir nicht hier. Wir sind alle Weltmeister.
Das wäre der berühmte Klammerbeutel, glaube ich, erlöst, mit dem Sie gepudert werden, würden Sie dieses Land hier nicht weiter zum Erfolg coachen. Hier haben wir Andi Köpke, der Torwarttrainer des besten Torhüters der Welt, von Manuel Neuer. Hansi Flick, der Mann, der wahrscheinlich auch einen Teufel tun wird und als künftiger Sportdirektor seinen Bundestrainer rausschmeißen wird. Und Oliver Bierhoff, den Mann, der verantwortlich zeichnet für das Ganze drumherum. Herr Bierhoff, herzlichen Glückwunsch zum WM-Titel. Alles richtig gemacht, ne? Gerne immer wieder. Ja, ich meine, wenn so ein Erfolg da ist. Oh, heiser. Ja, gut. Wir haben auch ein bisschen gefeiert. Und im Nachhinein, wenn man zurückschaut, ist eigentlich vom ersten Tag alles perfekt gewesen. Trainingslager Südtirol, in Brasilien. Aber man hat vom ersten Tag gemerkt, die Jungs, die wollen das. Die haben das so super gemacht. Ich habe draußen gestanden, ich habe mich nur gefreut, wie die von alleine gelaufen sind, wie die marschiert sind. Und sie haben sich wirklich verdient. Wollen Sie auch noch mal ein spezielles Wort hier an diese Menschen richten, die Kinder, die Frauen, die Männer, die hier jeden Tag gefeiert haben, die deutsche Mannschaft getragen haben? Ja, der Empfang hier ist natürlich super. Wir kennen ihn so ein bisschen von Berlin, von 2006. Aber auch wenn wir in der Ferne sind, wir haben immer den Jungs immer wieder Bilder gezeigt von den Fanmeilen, von den Feierlichkeiten in Deutschland. Und ganz herzlichen Dank. Und es ist unser gemeinsamer Erfolg. Danke. Und die Stimme schonen wir jetzt. Herzlichen Dank. Bleiben Sie hier oben. Jetzt holen wir mal ein paar andere Menschen dazu, absolut, oder? Absolut, ein paar Weltmeister mehr. Was wir erklären müssen, in Campo Bahia wohnten die deutschen Spieler ja quasi in Häusern zusammen. Und wir werden auch so die Weltmeister jetzt auf die Bühne bitten. Die Wohngemeinschaft, wie Herr Bierhoff sich ausgedacht hat. Wir schauen mal, wer auf dem ersten Klingelschild stand. Und freuen uns auf die Weltmeister, auf Sami Khedira, Mesut Özil, Jerome Boateng, Per Mertesacker, Ron-Robert Zieler und Lukas Podolski. Hier sind eure Weltmeister. Wie waren die letzten Stunden? Überragend, geilster Moment in der Karriere bis jetzt und ja, man muss noch alles auskosten. Jetzt seid ihr ja so ein bisschen auch das englische Herrenzimmer hier, ne? Mit Peer, mit Mesut hier. Lief das auch so gesittet ab, so britisch? Nein, wir stehen uns alle super, wir hatten super Zeit, die 6 Wochen. Unser Haus war überragend und am Ende haben wir das mit dem Titel gekrönt. Absolut, ist angekommen. Sonnenbrille ist, glaube ich, nötig heute. Per Mertesacker hat keine auf. Per Mertesacker, Weltmeister 2014. Ich glaube, Per, dass wir nicht groß darüber philosophieren müssen, was das für ein Traum ist, wenn man mal irgendwann als kleiner Bub anfängt und jetzt hier steht als Weltmeister. Ist es das, was noch mehr Erwartungen jetzt sprengt? Ich glaube, wir sind einfach mega stolz auf diese Leistung, wenn man hier 2006 gestanden hat, 2008 gestanden hat, als Dritter und Zweiter. Und jetzt hat man es endlich geschafft nach dieser langen Reise mit dieser sensationellen Mannschaft. Wir sind mega stolz und natürlich stolz auf die Fans. Eine Mannschaft, die auch unglaublich zusammengehalten hat. Und das war ganz offensichtlich und mit diesem Erfolg gekrönt. Nicht nur Show, Per Mertesacker, plötzlich musste er mal raus aus der Mannschaft. Dann haben sie, glaube ich, die Motivationsrede sogar gehalten. Was haben sie da gesagt? Leute, alles egal, Hauptsache Team. Jeder war mal dran, irgendwie motivierend einzuwirken auf die Truppe. Ich glaube, dieses Jahr war es ganz besonders und deswegen sind wir auch verdient Weltmeister geworden. Absolut. So, das ist die erste WG hier. Ja. Hannoveraner Weltmeister. Ron Robert, nein, noch eine Runde um den Maschsee, oder? Nee, heute nicht mehr. Jetzt haben wir erstmal Urlaub. Das haben wir uns, glaube ich, auch verdient. Oh, Mesut Özil und Sami Khedira, spielt ihr nächstes Jahr wieder zusammen eigentlich? Osme! Ich glaube, das ist jetzt völlig egal. Ich glaube, wir müssen jetzt den Sieg feiern und ja, wir sind froh, hier zu sein. Ihr könnt gerne noch ein paar Schritte vorgehen. Alex, es ist eure Bühne. Alex, lasst uns den noch mitnehmen.
Nicht, dass es nur einmal im Leben passieren soll, aber es könnte ja möglicherweise sein. Alex, wir haben ja einen, der hat hier so ein bisschen Heimrecht hier. Mal alle aus Berlin mal zuhören. Jerome Boateng, Weltmeister. Kleinen Gruß an die Stadt. Ja. Hallo Berlin! Ich kann euch nicht hören! Ich bin stolz, Berliner zu sein! So, machen Sie bitte Platz, es gibt hier nichts zu sehen. Hier kommt die nächste Weltmeister-Wohngemeinschaft aus der deutschen Fußballnationalmannschaft 2014. Hier kommt Miroslav Klose, Skorner Mustafi, Weltmeister Roman Weidenfeller, Toni Kroos, André Schürrle und der Finaltorschütze aus der 113. Spielminute, Mario Götze. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so. Und jetzt alle zusammen! Alle zusammen! So gehen die Gauchos, die gehen so! So gehen die Gauchos, die gehen so! Hey! So gehen die Gauchos, die gehen so! So gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so! So gehen die Gauchos, die gehen so! So gehen die Gauchos, die gehen so! Hey! So gehen die Gauchos, die Deutschen, die gehen so! Weltklasse! Ich hätte schon nicht gedacht, dass wir es wiederkriegen, Sven. Alte Regel, nie das Mikro aus der Hand geben, aber ich glaube, Miroslav, ja. Miroslav darf es doch noch behalten, wenn er möchte, oder? Miro, ich glaube, das wird für Sie jetzt hier keine einfache Nummer. Nochmal kurze Frage. Wer ist der erfolgreichste WM-Torschütze aller Zeiten? Miroslav! 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 Gibt es noch irgendwas zu sagen, Herr Klose? Cool, ich war, wir waren ja natürlich schon ein paar Mal hier, aber... Oh, oh. Ich hab noch eins. Miro Klose, Miro Klose, Miro Klose, Miro Klose, eine Eckbälle und Standardsituation. Toni Kroos. Mario Götze, bitte kommen Sie mal nach vorne. Das ist Deutschland. Das sind 400.000 Menschen. Ja, komm, nicht so schüchtern. Wollen Sie in Brasilien spielen? Nachher auch nicht. 113. Spielminute. Ihnen ist aber schon bewusst, dass das für die nächsten 50 Jahre laufen wird, dieses Tor. Nicht? War es deshalb so schön? Ja, natürlich unbeschreiblich, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einfach Weltmeister geworden sind. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und mit dieser tollen Mannschaft, ich glaube, das ist einfach so ein Ding der Geschichte.
zweifelsohne, aber nochmal, ich meine ganz im Ernst, wir sind ja unter uns hier. So eins mit der Brust runter und dann so locker rein. Also viele sagen, im Training trifft er die auch nicht andauernd. Das im WM-Finale ist ja eigentlich ein Geschenk Gottes, oder? Ja, ist ein Traum. Aber wie gesagt, wir sind Weltmeister. Wir haben ein grandioses Turnier gespielt. Ich glaube, die ganze Mannschaft hat das verdient. Und genau darum geht es. Jeder einzelne Fan, jeder einzelne Deutsche. Ich glaube, das ist einfach das unbeschreibliche Gefühl für jeden Einzelnen. Und als Andi Bremen getroffen hat, war er, glaube ich, noch gar nicht geboren. Das ist ja Wahnsinn. Aber zu so einem Tor gehören ja Minimum zwei. Ja, Minimum. Und da kommt einer ins Spiel, der auch ein grandioses Turnier gespielt hat. André Schürrle, das war ja geiler als Odonko Nobil. Ansonsten fällt mir nichts ein. Was ging da ab in dieser Nachspielzeit? Ja, ich hatte nur einen kleinen Teil, der Mario hat den Rest gemacht, aber ist auch egal, wer. Wir sind alle Weltmeister. Deutschland ist Weltmeister. Danke für alles. Roman, grandios Tournament gespielt, ne? Oder? Waren Sie so ein bisschen der Ältestenrat hier in der WG? Ja, absolut. Und ich habe jeden einzelnen Tag habe ich genossen. Und besonders, wo das Tor gefallen ist, wo Mario das Tor geschossen hat, habe ich mich dabei ertappt, auf einmal mitten auf dem Feld zu stehen, am Mittelkreis als Ersatzspieler. Ich dachte, was machst du jetzt hier? Aber wir haben alle so gemeinsam gefeiert. Das war so eine tolle Zeit und wir können alle sehr glücklich sein. Also. Und haben Sie mit Miroslav zusammen die jungen Dachse so ein bisschen auch zum Fegen, Abwaschen, Putzen dann in der WG animiert? Ja, klare Aufgabenverteilung. Ja, wir waren natürlich dann auch da, dann die Jungs dann auch abends mal auf hinzuweisen, mal aufzuräumen, aber das haben wir schon ganz ordentlich gemacht. Das glaube ich, ist offensichtlich gelungen. Und wenn das nicht gereicht hat, dann gab es nochmal einen Polizisten, Toni Kroos eben noch so aufmüpfig. Jetzt weiß ich auch warum. Polizia Federal, wem haben Sie das abgenommen? Niemand, das habe ich mir erkämpft. Ja. Auf dem Platz? Und außerhalb. Und ich glaube, Sven, du hast noch einen da. Stolzer und glücklicher kann man den Italienern jetzt in den nächsten Wochen auch nicht sagen. Hallo, hier kommen die Weltmeister. Müssen Sie Italiener trösten? Nein, ich glaube, ich muss sie erstmal alle niedermachen. Ich habe für 2 Jahre in Italien verbracht. Und ich wurde immer daran erinnert, dass Italien ein Stern mehr hat. Und ich glaube, ich kann mich jetzt einfach wieder ein bisschen rächen an die ganzen Italiener. Denn Deutschland hat den 4. Stern, meine Damen und Herren. Komm, Sven, hol die Kameraden, hol die nächste Linie. Wer fehlt denn noch? Welches Zimmer? Da ist dieser große Grüne im Tor, der ist noch dabei. Ach. Wir freuen uns auf die WG Nummer 3. Angeführt vom besten Torhüter der Welt. Herzlich willkommen, Manuel Neuer, Julian Draxler, Benedikt Höwedes, Matze Ginter, Kevin Großkreuz und der Fighter Bastian Schweinsteiger. Thank you.
Großkreuz rückt den Döner raus. 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 Du! WG Nummer 3. Nachdem sie 2 Stunden auf dem Bus waren, ohne Toilette. Und dann Manuel. Hier Bastian Schweinsteiger. Bastian, kommt ein Stück nach vorne. Also ganz im Ernst. Dieser Mann ist gezeichnet, er ist verwundet und er kommt wie alle anderen als Held aus dem Finale von Rio. Ich glaube, ist jetzt auch, weiß Gott, nicht mehr Zeit für irgendwelche schlau formulierten Fragen. Sagen Sie einfach ein paar Worte. Und lassen uns ein bisschen teilhaben. Hier sind fast 500.000 Menschen für Sie. Schon 2006 hier gesehen, da war es auch schon super, aber jetzt, wir haben das scheiß Ding hier endlich und haben den 4. Stern. Danke Jungs, danke für die Unterstützung. Manuel, als bester Torhüter der Welt, manchmal hatte ich den Eindruck, das ist wie beim Kindergeburtstag, da steht der Papi im Tor und die Kinder dürfen alle mal draufschießen. Macht das Spaß, die alle so zur Verzweiflung zu bringen? Ja klar, also ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass die Jungs vor mir stehen, dass sie es mir einfach machen und ich versuche einfach den Jungs vor mir Sicherheit zu geben und das haben wir hingekriegt. Aber das muss doch ein mit Verlaub geiles Gefühl sein, wenn man merkt, die scheitern alles, kommt einfach keiner durch. Ja klar, aber das ist auch unser Ziel, dass wir versuchen in der Defensive gut zu stehen und damit gewinnt man diese Turniere. Alex, auf die WG müssen wir noch im Speziellen eingehen. Ich würde im Speziellen noch mal einen Mann für 2, 3 Schritte nach vorne bitten wollen. Also wir können ja noch mal kurz die Abfrage hier machen. Jeder dieser Spieler ist jederzeit in der Lage, das hat auch der Bundestrainer immer gesagt, überall zu spielen. Aber dass Benedikt Höwedes als linker Außenverteidiger keine Turnierminute verpasst. Wer hatte das gewettet und gesagt vor dem Turnier? Ja, okay. Sie eigentlich? Auch nicht wirklich, aber ich bin natürlich überglücklich, dass ich da jetzt jedes Spiel über 90 Minuten machen durfte und ich bin ja auch großer Dank an natürlich an den Bundestrainer, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat und danke auch an euch. Hätten Sie überall hingestellt wahrscheinlich auch. Wir müssen mal kurz hier diese WG aber nochmal abfragen. Also wir haben dann Urs Schalker, ich meine Bastian steht so ein bisschen außen vor. Dann haben wir mit Julian Draxler noch einen Schalker, hier haben wir noch einen und dann haben wir Kevin Großkreuz. Dann haben wir da so einen Schwarz-Gelben. Herr Ginter überlegt sich den Wechsel zum BVB jetzt wahrscheinlich auch nochmal, oder? Kann man zum BVB wechseln, da wo der Kevin spielt? Ja, das wird man dann sehen. Auf jeden Fall habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Wir wollen jetzt auch keinen Druck ausüben, natürlich. Also. Aber vielleicht von Kevin nochmal hören, wie haben die sich denn benommen, die ganzen Schalker? Nein, die haben sich gut benommen. Ist so. Berlin! Ja. Nein, die haben sich sehr gut benommen. Ich habe auch aufgepasst und das war ein super Haus und ja, wir sind Weltmeister, feiert alle und auf geht's. So. Vielleicht kurz andersrum, hat Kevin Großkreuz sich benommen, Bastian? Ja, es war schon sehr kritisch, als ich gehört habe, dass der Kevin zu uns ins Haus kommt, weil wir haben hier Schalker, wir haben Bayern und dann kommt so einer noch daher. Aber ich muss sagen, er stand so sehr unter Druck. Er hat keine Eskapaden gemacht. Großen Applaus dafür bitte. Es ist keiner ausgewählt aus dem Haus in diese Mannschaft. Wir haben noch eine WG. So, wer fehlt noch? Was haben wir vorhin gehört von Bastian? Jetzt haben wir das Scheißding. Dann wollen wir brauchen das Scheißding Ding jetzt. Aber auch sehen. Hier kommt die letzte Wohngemeinschaft. Aber wirklich, last but not least. Hier kommen Weltmeister Mats Hummels, Weltmeister Christoph Kramer, Weltmeister Erik Thurm, Thomas Müller und mit dem WM-Pokal.
Fußball. Aus Rio, der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und das ist Philipp Lahm. Ehrlich, da träumen viele von, aber natürlich auch jeder Fußballer, der diese Bilder vor Augen hat. Diejenigen, die den Pokal in die Höhe stemmen dürfen, jetzt gehören sie auch dazu. Wie lange haben sie davon geträumt und wie war es, als es dann in Erfüllung ging? Ja, geträumt seit von klein auf als Kind. Meine erste WM war 1990, als Lothar Matthäus den Pokal hochgesteckt hat. Das war immer ein Traum. Großes Kompliment an die Truppe. Es war unglaublich, was für 7 Wochen wir erlebt haben, alle zusammen. Ein paar fehlen noch, weil man muss ein großes Kompliment auch unseren Betreuern geben. Die kommen noch nicht. War unglaublich. Und Philipp, wenn man das jetzt hier sieht, die 400.000, dann macht es noch mal mehr Spaß, vermutlich. Ja, ja, Wahnsinn. Also der Weg schon hierher war unglaublich. Und jetzt hier noch, was für eine Stimmung. Vielen Dank an alle hier. Danke an Deutschland, danke an Philipp Lahm mit dem Pokal. Kurze Frage, Mats Hummels hat gerade gefragt, ob er stage-diven dürfte. Also, klar, logisch, hier ist alles möglich. Oder? Wenn man das ganze Turnier halbwegs heil überstanden hat. Mats, Sie waren so wahnsinnig reflektiert und ruhig nach diesem Finale. Sind Sie irgendwann endlich mal ausgeflippt in den vergangenen 36 Stunden? Ja, jetzt kommt es so langsam. Also ich glaube, das ist genau das, was am meisten Spaß macht, noch zu feiern, wenn man alle hat, alle Fans. Und die Fahrt hier war schon geil und hier ist noch besser. Das ist schon wirklich ein unglaublicher Blick auch, oder? So, ist das so ein Moment, wo man denkt auch, das bleiben lebenslang Freunde hier? Ach, da kommt der Interviewer. Der Müller will was sagen. Ja. Wir feiern jetzt erstmal mit dem... Geht das nicht? Hallo? Das Blaue geht dann manchmal besser. Blaue besser? Hinsetzen! Seid ihr soweit. Gib mir ein A! Gib mir ein U! Gib mir ein N! Gib mir ein B! Gib mir ein A!
So, ARD, jetzt könnt ihr wieder das Wetter machen. Können wir vor dem Wetter noch kurz das Funktionsteam holen? Das wäre sehr nett. Ganz das genau. Ist gerade angesprochen worden. Ja, Sven, ne? 7 Wochen. Das sind mit die wichtigsten. 7 Wochen waren sie unterwegs und am Ende bringen sie den 4. Stern mit nach Hause und die Trophäe. Das geht natürlich nur durch Unterstützung von den wichtigen Leuten im Hintergrund, Alex. Und deswegen jetzt nochmal einen ganz besonderen Applaus und Empfang für das Team hinter dem Team. Die Beine durchtreten, die das Essen machen, die dafür sorgen, dass alle Nachrichten in alle Welt kommen. Herzlich willkommen an das Team, hinter das Team. Kommen Sie nach vorne, das ist auch Ihr WM-Titel. Durchs Spalier. Auch Ihr seid Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch an das berühmte, viel zitierte Team hinterm Team. Man muss so eine Mannschaft erstmal zum Titel bringen auch. Rund um die Uhr. So. Und jetzt wollen wir gerne, dass alle von Ihnen, von euch nach vorne gehen. Lasst euch bitte noch einmal feiern, denn jetzt kommt noch ein Geschenk. Es kommt ein Geschenk, uns kann man nicht mehr sehen, ist völlig wurscht. Das, was jetzt passiert, Alex, ist im Prinzip auch ein Geschenk an die deutsche Nationalmannschaft, an den Weltmeister. Die beiden sind schon eingeweiht. Ist aber ein bisschen wie nur gucken, nicht anfassen. Also das ist uns noch gesagt worden. Roman, bitteschön, was passiert jetzt? Ein atemberaubendes Erlebnis. Bastian, Sie sind eher so, Achtung, nicht, dass ihr hier noch runterfliegt. Sind Sie eher Rihanna oder sind Sie eher Helene Fischer? Ja, der Mix daraus ist nicht so schlecht. Sehr flexibel also. Genau so ist es. Gut. Aber aus sicherer Quelle, glaube ich, Roman, wissen wir, das ist schon Ihr Ding, so, ne? Von der Musik her. Also wir in Dortmund hören es sehr gerne. Ja. Wir kennen Sie auch persönlich sehr gut und wirklich eine exzellente Sängerin. Und wir können uns alle darüber sehr freuen, dass sie heute, glaube ich, hier ist. Wir aus München, wir sehen sie auch gerne und hören sie auch gerne. Ah, das sind die optimalen Voraussetzungen. Hier kommt die Lieblingsdame der deutschen Fußballnationalmannschaft mit Atemlos, Helene Fischer! Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide immer. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Was da zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Und ein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Jungs, jetzt ihr auch, okay? Atemlos durch die Nacht, wir sind neuer Tag erwacht. Atemlos einfach raus, deine Augen ziehen mich auf. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, Stunde frei, großes Kino für uns war. Dieser Welt. Halt mal einfach fest, was wir zusammen.
Adern hat ganz gerauscht. War denn meine Arme auf der falschen Arm? Oh, oh. Unser aller Traum ist wahr. Wir haben den WM-Pokal. Na, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Spüre, was Fußball mit uns macht. Atemlos, schwinde frei. Großes Glück für uns wahr. Wir sind heute ewig da, Glücksgefühle. Alles, was ich will, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm in meine Hand und gib es mir. Atemlos, da sind sie, unsere Wetter! Los, pulsiert auf einer Hoch! Atemlos, durch die Nacht, spür das Liebe mit! Atemlos, schwimm! Es gibt die Luft für uns wahr! Alles, was ich will, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Mein Hand. Atemlos. Helene Fischer und die deutsche Fußballnationalmannschaft. Achtung, eine wichtige Durchsage. Jeder, der Weltmeister geworden ist, bitte einmal unter diese große Wand hier. Da gibt es noch was zu zeigen. Oliver, haben Sie noch was zu zeigen jetzt, oder? Ja? Transparent. So, ja klar, wir möchten es natürlich. Wir haben es ja schon gesagt, das zeige ich nochmal symbolisch. Einfach ein tausend Dank an alle Fans in Deutschland. Super eure Unterstützung und es geht weiter. Dann versuchen Sie schnell Ihre Jungs hier einzusammeln und einmal noch bitte in voller Mannschaftsstärke sich aufzustellen. Ohne Worte, Thomas. Thomas Lukas möchte bitte aus den Kinderparadies abgeholt werden. So, komm, wir gehen mal aus dem Weg, glaube ich, Sven. Aber wohin? Thank you.
Sie gehen. Sie brauchen Urlaub. Empfang der deutschen Nationalmannschaft. Die Übertragung. Präsentiert von Bitburger. Und Coca-Cola. Das ist das Bild aus Berlin. Philipp Lahm und diese Choreografie, die hat gesessen. Ich meine, die WGs haben sich ja einiges ausgedacht. Und was für Bilder sich da hinter der Bühne abgespielt haben. Helene Fischer, Bastian Schweinsteiger, Marius Müller-Westernhagen hat sich noch ein bisschen untergemischt eben bei der Mannschaft. Das Konzept ist aufgegangen mit den Wohngemeinschaften, das sich Olli Bierhoff ausgedacht hat. Ja, absolut. Olli Bierhoff eine Arbeit. Er denkt sich immer was aus und ich glaube, die Idee jetzt in so Wohngemeinschaften zu leben, ist absolut aufgegangen. Ja, aber Helene Fischer und die deutsche Nationalmannschaft, wo sind die Punkrocker geblieben? Ja, ich weiß nicht. Ich denke mal, dass Helene Fischer wirklich auch gute Arbeit macht und es sind super Songs zum Feiern und die Jungs hatten genug Gelegenheit, jetzt auch bei der WM zu feiern und dass dann dieses Lied dazukommt. Es ist ja immer so, jedes Jahr oder jede Weltmeisterschaft kommt ein neuer Interpret dazu. Dieses Jahr ist Helene Fischer. Jetzt werden wir ein bisschen so die Darbietung nach Noten jetzt mal bewerben. Anne, jetzt bist du dran. Also es gab die Nummer mit Miroslav Klose, So gehen die Gauchos. Würdest du das ganz vorne wählen? Also ich möchte da keine Wohngemeinschaft rauswählen oder aussuchen. Denn ich meine die Choreografie. Ach so, die Choreografie. Habe ich gerade nicht gehört. Ja, jeder hatte was für sich. Ich fand am besten die mit dem WM-Pokal am Ende, denn darauf haben alle gewartet. Also das kleine Versteckspiel, wo ist der Lahm und wo ist der Pokal? Athleten funktioniert übrigens, Arne Friedrich hat hier laufend Trikots signiert. Die Fans haben von unten hier ihre ganze Kollektion zu uns oben auf die Bühne geworfen. Und Arne hat in den letzten 15 Minuten fleißig unterschrieben. Wenn man das mal guckt, diese ganze Entwicklung, also die es da gegeben hat, von
Wir haben es vorhin gesagt, damals als Jürgen Klinsmann begonnen hat, bis zu jetzt, wird eine neue Generation von Fußballern erwachsen, die sich jetzt das angucken und sagen, ich möchte so sein wie Schweinsteiger, ich möchte so spielen können wie der Klose, ich möchte so genial am Ball sein wie Mario Götze. Kein Zweifel, definitiv. Für mich persönlich war es 1990 das Turnier, wo ich richtig Feuer gefangen habe. Und es gibt so viele Kinder, die das jetzt miterleben und die auch Fußballprofi werden wollen. Und ich denke mal, es gibt keine bessere Werbung als der WM-Titel und vor allem eine Mannschaft, die so hervorragend gespielt hat, technisch wie kämpferisch und vor allem als Einheit. Und ich denke, das spricht für Deutschland. Das sollte so sein, Teamgeist, denn damit kann man wirklich weit kommen. Erklär doch mal, wie das damals bei dir war, 1990. Du hast da in Rom dich, und nicht nur da, sondern natürlich auch in Mailand, in den Vorrundenspielen ankicken lassen. Du bist hier groß gefeiert, merkst du das? Sie haben mich nicht vergessen. Arne Friedrich, Sprechchöre. Und hier fliegen die Trikots, die wirst du gleich alle noch unterschreiben. 1990, erzähl noch ein bisschen. Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, ich habe mit meinen Eltern geschaut und ja, es war Wahnsinn. Gerade Andi Brehme, der Elfmeter, es gibt so viele Erinnerungen daran. Und das hat auch dem deutschen Fußball natürlich nochmal einen richtigen Schub gegeben. Es wurde von der goldenen Generation gesprochen, die kein Spiel mehr verliert. Es ist ein bisschen anders gekommen, leider. Aber man sieht, gerade nach so einem Titel, man muss weiter hart arbeiten. Aber das absolut Positive ist, wir haben so viele junge Spieler, die jetzt wirklich darauf warten, die Chance zu bekommen. Und die Mischung, die hat auch wirklich gepasst jetzt. Das war damals natürlich Franz Beckenbauer, der unmittelbar nach dem Turnier gesagt hat, Deutschland wird auf Dauer hin unschlagbar sein, und legte die ganze Last auf seine Nachfolger. Dies ist der erste WM-Titel des wiedervereinigten Deutschlands. Es hat dann doch noch ein bisschen gedauert und ein bisschen Demut tut da hier und da ganz gut. Wenn man sich jetzt die nächsten Aufgaben anguckt. Also Miroslav Klose ist der Einzige, von dem wir ausgehen, dass er aufhören wird. Wer ist derjenige, der da möglicherweise reinspringen kann? Wir haben einen im Finale gesehen, Christoph Kramer, der auf einmal für ein paar Minuten hellwach war, dann ging es nicht mehr. Wer sind die nächsten Spieler, wo du glaubst, die schaffen das? Es sind wirklich so viele. Also erstmal absoluten Respekt, wie er das gemacht hat, im Spiel reinzukommen für Sami Khedira, der unglaublich wichtig ist für die Mannschaft. Das zeigt auch, dass er wirklich überhaupt keine Nerven gezeigt hat. Und wie gesagt, es gibt so viele junge Spieler, die jetzt aufrücken werden. Aber auch man darf die alten Spieler nicht vergessen, denn die wollen ja auch noch weiter spielen. Ist doch schön, von den Berlinern so abgefeiert zu werden für die Jahre hier, ne? Sogar ein Bielefelder dabei. Das ist ja ein Heimspiel für dich, alter Bielefelder. Genau. Aber begonnen hast du ja bei Bad Oeynhausen, bleiben wir ehrlich. So schnell ging es ja noch nicht zu Arminia, damals als junger Kerl. Das stimmt. Mario Götze tut sich manchmal so in der Präsentation in der Öffentlichkeit ein bisschen schwer, ist aber hier aufgrund seines Finaltors immens gefeiert worden. Kann das für ihn so ein, auch so innerlich so ein kleiner Durchbruch werden? Ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube, alles andere als jetzt jeden Einzelnen richtig zu feiern, wäre auch absoluter Wahnsinn. Also ich freue mich für ihn auch. Es war kein leichtes Turnier für ihn. Und dass er natürlich am Ende das entscheidende Tor erzielen darf. Wie gesagt, das ist eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Und ich hoffe, dass er genauso weitermacht. Wenn man dann Mitglied eines Teams ist und einfach nicht dazu kommt zu spielen. Nehmen wir mal Kevin Großkreuz. Kevin Großkreuz rückt den Döner raus. Schweinsteiger und Co. gesungen. Wie hält man das aus, die ganze Zeit da zu sitzen und sagen, hey, ich werde sehr wahrscheinlich nicht eine Minute spielen? Ja, gut, er wusste mit Sicherheit nicht, dass er keine Minute spielt. Man hat natürlich immer die Hoffnung, aber gerade das hat uns ja auch ausgezeichnet. Die Spieler, die jetzt nicht auf dem Platz waren, auch Lukas Podolski, der immer eine unglaubliche Laune versprüht, der immer wieder für die Mannschaft da ist, Kevin Großkreuz. Es gibt einige, die ja nicht so viele Spielanteile hatten oder gar keine, und die sind genauso wichtig und jeder ist gleichwertig Weltmeister. Ich kann mich noch erinnern, damals 2006 haben das viele belächelt, als es hier hieß, komm, wir gehen ins Schlosshotel, machen ein paar schöne Liegelandschaften, wir gehen das Ganze entspannt an. Jetzt dieses Konzept mit den Wohngemeinschaften, Campo Bahia, auch da gab es vorher viel Kritik und die haben gesagt, was machen die da eigentlich? Wohlfühloasen da oben in dieser schönen Ecke Brasiliens, wo man normalerweise nur am Strand liegt. Warum ist diese Idee genau die richtige? Ja, ich habe selber mitbekommen, gerade in Brasilien vor Ort, die Kritik war da. Es wurde wirklich viel diskutiert, ob es denn sinnvoll ist, extra so ein Camp dahin zu bauen, so viel Geld zu investieren. Aber ich habe es wirklich so versucht zu erklären, wenn eine Mannschaft 7 Wochen zusammen ist, dann ist es absolut von Vorteil, dass wirklich auch eine Oase geschaffen wird, wo man sich ablenken kann. Und das Schlimmste, was in einem Turnier passieren kann, ist, dass Lagerkoller entsteht. Und das macht Oliver Bierhoff hervorragend. Jetzt nicht nur in Brasilien, auch vorher in Südafrika. Ich bin selber dabei gewesen. Die machen das immer wirklich ganz hervorragend.
Und Lagerkoller war in früheren Jahren schon immer leicht mal ein Thema bei der deutschen Mannschaft. Den schlimmsten Lagerkoller, den gab es mal 1978 in Argentinien, in Ascochinga, wo keiner mehr nur einen Tag länger bleiben wollte. Also, das hat funktioniert, ist auch ein Geheimnis des Erfolgs. Und zum Schluss, finde ich, sollte man noch einen Satz verlieren über den Berliner Jungen. Boateng hatte eben schweren Auftritt, die ganze Anerkennung war zu spüren. Hat da einer irgendwie das Endspiel zu seiner großen Geschichte gemacht? Absolut. Gerade hier in Berlin zu feiern, in seiner Heimatstadt, ist was ganz Besonderes. Er ist ein Junge, der sich auch immer wieder für Kinder einsetzt, für Straßenfußballer. Und er hat ja auch ein Charity-Projekt, was er hier unterstützt. Und ich denke mal, das wollen ja auch die Berliner sehen. Es ist das eigene Kind der Stadt. Und dass er hier jetzt natürlich den Weltmeistertitel präsentieren kann, ist unglaublich. Mann, ich meine das immer auch noch unter dem Gesichtspunkt, dass natürlich er Verteidiger ist. Und du kennst das Schicksal der Verteidiger. Werden sie nun gefeiert oder werden sie einfach ein bisschen runtergeschluckt? Oder man sagt, ach, die haben auch gar keinen Offensivgeist. Wie siehst du das bei Boateng? Ja, das ist das Los der Verteidiger. Natürlich haben sie in dem Sinne einen undankbaren Job. Sie schießen keine Tore. Aber ich denke mal, da haben wir es als Bestätigung. Komm, jetzt bist du hier abgefeiert. Sorry. Ich kenne das selber nur zu Genüge. Ich habe mich gefreut, dass er wirklich hervorragende Leistung gebracht hat. Auch zum Beispiel Spieler Philipp Lahm, auch ein Defensivspieler. Und für mich müsste er wirklich mal Weltfußballer werden. Natürlich als Defensivspezialist hat man da schlechtere Karten. Arne, ich bedanke mich. Herzlichen Dank, dass du so spontan vorbeigekommen bist. Danke sehr. Und lass dich noch ein bisschen feiern. Genieß das. Das ist ein Heimspiel für dich. Die wollen dich, die meinen dich und wissen zu schätzen, was du geleistet hast. Und ich weise noch mal darauf hin. Es war noch nicht alles. Heute Abend, 19:45 Sondersendung in der ARD. Da sind wir noch mal da. Herzlichen Dank, schönen Tag und alles Gute.